Und damit ein herzliches Willkommen an alle Tomb Raider Fans. Hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge von Rise of the Tomb Raider. Münzen haben wir natürlich immer noch nicht genug, ist klar, ja, weil wann denn auch? Wir haben ja noch nicht wieder gespielt. Wir klettern jetzt hier hoch, wir wollen in das Gefängnis einbrechen. Also, ich weiß auch nicht, wieso wollen wir denn in das Gefängnis einbrechen? Die meisten wollen immer ausbrechen und wir brechen ein. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, und hepp. Weiß nicht, ob das jetzt so clever war. Die Berichte bleiben aus. Trinity macht sich langsam Sorgen. Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Scheiße, jetzt haben die uns gefangen genommen. Das kann doch nicht wahr sein. Mann. Hättest du den gleich erschossen? Oh nee, das macht ja Tomb Raider nicht. Die wehrt sich ja, wenn dann nur. Oh oh. Mir ist schwindelig. Lara, geht es dir gut? Anna? Oh, Gott sei Dank. Anna. Was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Fass sie nicht an! Bitte nicht! Reden Sie! Nein! Nein, du verdammtes Schwein! Wo ist die göttliche Quelle? Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Was? Du? Nein. Du gehörst zu denen. Du Drecks! Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben? Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Anna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Das hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Oh!
Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Kann er einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Ja, heilig sind die auf jeden Fall nicht. Die Frage ist, was müssen wir machen? Wir finden jetzt den Überlebensinstinkt, dann sehe ich aber schon... Nein? Hä? Da vorne ist was. Eine Ratte. Der hat es doch wieder dasselbe wie zu tun. Etwas, was wir ihnen nicht geben können. Können oder wollen. Macht das einen Unterschied? Ja, bei einem hat man die Wahl. Schlau. Hm. Ja, Ratte. Hm. Wie komme ich jetzt heraus? Da vorne leuchtet auf jeden Fall was. Ich kann eigentlich nichts machen. Ich kann mit nichts interagieren. Dort kommt ein Luftzug durch. Vielleicht kann ich durchbrechen. Da kommt ein Luftzug durch. Vielleicht kann ich durchbrechen, aber... Ah, jetzt leuchtet auf einmal das Heizungsrohr. Das hat vorhin nicht geleuchtet. Heißkalt. Und was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich's weiß. Genau, ich sage Bescheid. Vorsichtig. Warum? Das haben Sie vermutlich gehört. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Jetzt geht's durch. Oh, das ist da durch. Hat sie sich noch gehört? So, hier gibt's erstmal... ein Bogen. Jetzt habe ich Seilpfeile, oder? Gibt's einen Weg raus? Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. So. Okay, jetzt gehe ich natürlich wieder zurück, das ist klar. Ja. Im Bogen umlassen, dass wir auch noch enger machen. Kann man nicht erst durchstecken. Rechte Maus da zum Vorsicht! Ziehen und wir wollen keine Aufmerksamkeit Maus, erregen. Ah, ist auf der Ratte? Rechte Maustaste. Wie sind Sie hier gelandet? Linke Maustaste Seite. Als Konstantin mit seinen Männern kam, in Seilfall wollten wir sie bekämpfen. Oder in Seil gewickelte Objekte. Ich hatte keine Ahnung, mit wem wir es zu tun haben. Wir? Mein Volk. Wir leben in dem Tal, gleich hinter dem Bergpass. Geklappt.
Können Sie da raus? Klar kann ich das. Ich bin der Lara Croft. Ich bin der Lara Croft. Halt! Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Was? Mein Dietrich. Mein Gerät. Mein Waffenhalter. Ach, da bist du denn nicht. Hä? Danke. Ich heiße Jacob. Lara. Nehmen Sie das. Falls wir getrennt werden. Na los, Jacob, komm. Jacob, komm. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Ich bin mir erst hier, das hier noch anhören. Ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Ich will dich auf jeden Fall noch. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah. Oh Mann, also die Religiösen, die haben da immer eigentlich einen an der Waffe. Anders kann man es doch einfach nicht sagen. Als dass die einen an der Waffe haben. Weil... Ich verstehe es nicht. Ein silbernes Zigarettenetui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. Ach, der Gummi fehlt. Das ist der Zigarettenhalten. Seht ihr das? Hier fehlt der Gummi. Ja, da müsste ein Gummi gespannt sein, dass die Zigaretten dann auch drinnen halten. Aber, nochmal zu den Gläubigen hier. Das ist ja nicht normal, ja. Das ist... Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Ich hab keine Pfeile. Vertrauen muss gegenseitig sein. Ja, das stimmt. Er hatte recht. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Narben. Es war ein Arbeitslager. Gucken wir uns mal ein Video an. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Oh, jetzt fängt das wieder von vorne an. Was ich nicht verstehe. Qualm noch Zigaretten. Das bedeutet, muss ich mal das. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Ja. Ihr werdet mich nicht stellen. Ich bin absolut enttäuscht von dir, Anna. Absolut. Auch aussprechen, habe ich nicht mein Dietrich wieder.
Kompassbogen. Habe ich jetzt den zweiten? Ah, das kann ich jetzt gerade nicht nachgucken. Okay. Ich hoffe, das Wort ist zweite Teil. Noch ein Blatt Papier, ist klar. Habe ich jetzt überhaupt noch mein Inventar? Da muss ich jetzt alles neu sammeln. Das wäre nicht so doll. So, das ist nur. Das haben wir aber schon. Ich würde sagen, schauen einfach mal durch diese schöne Tür hier. Wir schauen einfach mal durch. Kommst du mit? Die beste Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Na dann, lass uns in das Dorf gehen. Kommando Posten 2, letzter Heli gestartet. Verstanden. Das ist die letzte Lieferung. Hm. Berichte über Probleme beim Kommunikationsdepot. Mehr Einheimische? Negativ. Haben einen bewaffneten Eindringling geschnappt. Eine Frau. Sie hat Ärger auf den Gelände gemacht. Erwarten wir noch andere? Vermutlich. Nach dem ersten Angriff haben wir die... Ach, da hätte ich rausgekommen. Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich darum. Um was genau kümmere ich mich? Okay. Moment, ich hab's gleich. Suche ich in der Kommandozentrale noch einen Das Weg, war's. Das kann losgehen. Ja? Okay, fahren wir das Ding raus. Konstantin will ein Team oben beim Kupferwerk, bevor der Sturm losbricht. Ah. Hab ich's. Ich muss mir aber wieder Pfeile herstellen, die haben sie mir nämlich alle geklaut. Meine Pistole wieder? Ja, aber ohne Munition, die war voll. Die Frage ist, ich soll einen Weg suchen, das Tor zu öffnen. Aber hier nicht zu viel Aufruhr starten. Da ist ein Bottle. Gibt es etwas, da komme ich noch nicht ran. Ich würde gerne an den Laptop, aber die könnten mich sehen. Da unten ein Vogelnest. Da muss ich hin. Ich weiß nicht, wenn ich den jetzt abschieße. Keiner mit. Eine riesen Fliegerei hier angezettelt und natürlich gewonnen. Das war zwar knapp, ich denke eine Schwierigkeitsstufe auch nur höher und ich hätte es nicht geschafft. Ja, weil ich eben so kleiner Kaffee bin, dann hätte ich das aber mehrmals versuchen müssen. Irgendwas hätten wir uns da bestimmt auch einfallen lassen. Und wieso? Ich stehe jetzt hier dran und kann aber nicht damit interagieren. Warum nicht? Frage ich mich.
erhebe ich das dafür? Ja, Lara friert, das ist mir klar. Aber ich muss erstmal alles ausplündern hier. Bevor ich auch noch weitergehe. Dass ich zum Beispiel Munition habe. Schauen wir mal dahin, wo wir hinscheinen sollen. Gibt es noch ein bisschen Holz? Das nehmen wir natürlich mit. Holz nehmen wir natürlich mit. Mann. Wir haben alle besiegt, aber das ist auch alles. Noch eine Nachricht für uns. Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Also hat sie doch Gefühle für mich. Die Kleine. Da öffnet sich das Tor. Jacob! Ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Wie ist da reingekommen? Jetzt muss man Pfeile herstellen. Da haben wir wirklich 20 Stück, 25 können wir tragen. Da können wir auch noch welche finden. Ich mich frage, wieso ist da schon drin? Hartholz, okay. Ja, Hartholz. Ruhe. Ist schon okay. Nehmen wir mit für Ablenkungsmanöver, gegebenenfalls vielleicht jemanden abrennen. Also, jemanden abrennen. Ja, das wundert mich, dass ich die Laptops nicht benutzen kann. Na gut, ist eben so. Stellen Sie sich neben dem Pfosten. Um eine Seilbrücke zu schaffen, okay. Da googelt das mal was. Also, da kann ich nach oben klettern. Yeah. Es sind Patrouillen zu den großen Grabungsstellen unterwegs. Jetzt wisst ihr, ob ich unten was verpasst habe. Das habe ich verpasst. Das habe ich verpasst. Was ist mit dieser Erna, ich muss da reinkommen. Scharfschützen und Kundschafter. Wir müssen ein großes Gebiet. Jacob, was macht er da? Hier muss es sein. Ich schwöre es. Scheiße. Vorsichtig, Lara. Aber ich will selbst in diese Ruinen. Und Croft? Wir lassen sie am Leben. Vorerst. Der guckt ganz gespannt zu. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe, was ich geopfert habe, was mich erwartet.
Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Hast du Schwester oder Liebespaar? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir tun das gemeinsam, Schwester oder Liebespaar? Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet, die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Oh. Weg hier! Ich finde sie! Wir müssen sie finden! Weitersuchen! Sie müssen hier irgendwo sein. Stecken Sie sich vor den König, diese Garde. Okay. Okay. Ich muss hier irgendwie raus. Durchsucht jeden Raum! Wir müssen sie finden! Ich glaube, es geht nur noch. Hier oben sind wir hier. Aber irgendwie kommen sie gerade runter. Jawohl. Will ich hier wirklich raus? Aber ich muss. Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. Ich muss erst gucken, ob hier noch was ist. So was. Verdammt, ich muss hier raus. Auf jeden Fall muss ich hier raus. Aber erst hören wir uns das mal an. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Alter, die müssen sich mal selber reden hören, das ist doch nicht normal, was die hier labern. Wir haben jetzt E drücken und wir lettern diese Tür wieder auf. Was ist aufgebrochen? Und machst du einfach wieder zu. Okay. Im Schrank ist nichts. Hier kann ich wieder plündern. Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Ja. Okay. Naja, nichts Besonderes. Forgetting Seilpfeile können auch
an Seilrollen befestigt werden. Aha, was ist das Seilrollen? Da. Okay. Will ich eigentlich nicht hin. Ich muss dieses Kabel aus dem Wasser kriegen. Ach so. Links oder rechts bedienen Sie die Gurbel, drücken Sie C, um loszulassen. So. C, um loszulassen. Ja, das Kabel ist aus dem Wasser. Sie ist hier, wir hatten mich gefunden. Das gibt's doch gar nicht, ich will mich doch nicht finden. Mensch, da. Und so. Oh, Scheiße! Nein! Das hab ich nicht gewählt. Na los! Du bist tot! Shit! Ich weiß, aber... Ich bin nun mal nicht tot. Oh, komm, wo kam das? Und da unten? Nichts verpassen hier. Drüben was verpasst haben oder woanders lang müssten. Oh, Schlag am Boden, das ist ja jetzt eine Bitte. Ich werde dich töten! Bum, bum, natürlich einfach auf das Fass schießen können, ne? So, da gibt es nichts zu interagieren. Hier gibt es Munition, die schon voll ist. Wie ein vorgegebener Weg hier, der zufällig... Mittlere Maus ist gehalten, um Sprengladung aufzunehmen. Okay. Haltet sie in Schach! Ich hab auch noch eine Sprengladung mit. Was hast du dazu? Meine Mutter. Zwei Stück sogar. Geschickt. Aha. Ich müsste mich auch mal heilen natürlich. Das ist dumm, ja?
das da drauf lag? Echt jetzt? Okay. Ja, es ist wie so ein schönes... Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank und kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Na klar, Konstantin wird dieser Mann sein. Ein gerechter Mann. Mit Sicherheit ein gerechter Mann. Konstantin, der von der Trinity. Mit Sicherheit. Da kann ich noch nicht mit denen interagieren, weil ich das noch nicht gelernt habe. Mann, ich kann's einfach nicht mit denen interagieren. Warum, weiß ich nicht. Oh, hier ist noch ein Spind. Dann, den holen wir natürlich mit dem Dietrich raus. War aber zu nett von denen, dass die genau am Gefängnis. Voll. Gut. Ich weiß nicht, was ich gekriegt hätte. Da soll ich hin. Da sind zwei Dokumente. Okay. Gehen wir hier runter. Rucksack. Bitte nimm den ganzen Rucksack mit, dass ich mir tragen kann. Nein, Geheimnis aktualisiert. Noch mehr Geheimnis. Oh, das ist so der Hammer hier an dem Spiel. Jacob? Sind Sie das, Jacob? Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Da ist er! Erledigt! Oh. Verdammt! Scheiße! Nehmen wir natürlich noch ein Holz mit. Können wir. Und an diesem Basislager werden wir diese Folge erstmal abbrechen. Und wir sehen uns in einer weiteren Folge von Depart.